Damit willkommen hier zum nächsten Sprintrennen unserer F1 23 Mick Schumacher Karriere. Ich bin extrem hyped auf das Rennen. Es ist ja quasi, ja, nicht mein Heimrennen, aber dennoch ein Rennen, wo mich viele kennen würden als Mick Schumacher. Abonniert keinen kostenlosen Channel, lasst keinen Däumchen oben da. Und wir müssen auf jeden Fall unnormal heute performen. Der Hase ist eine Pace-Rakete. Und ja, bei 3D Rest-Zone glaube ich auch, dass ich mich gut am Hintermann dran, ja, kleben kann. Das werden wir aber dann auf jeden Fall im Rennen sehen. Hoffentlich kommt keine böse Überraschung, denn es wirkt leider so. Let's go mal hier ins Quick Qualifying. Hier machen wir uns mal den Startplatz für den Sprint aus. Und ja, Turn 1 hier, okay, da war ich sehr vorsichtig. Das zeigt da oben links meine Position. Es ist schon P17. Ich hoffe, dass ich den Berg hinauf nicht noch mehr Plätze verliere. Einer geht ja noch, theoretisch. Wir waren 283 langsamer, 63 langsamer. Und das ist der 17. Platz. Halleluja, das Feld ist eng beisammen. Das ist tatsächlich ein bisschen, ja, cool irgendwie, aber auch schwierig. Denn da musst du halt wirklich unnormal reinpushen. 95er KI, Selbstschalten und auch Traktionskontrolle auf Mittel. Also dazu jetzt auch zu den Stats und natürlich auch Bremshilfe aus. Oh, da bin ich unnormal ins Rutschen gekommen, mitten in der Kurve. Es ist zwar eine halbe Sekunde, aber immerhin sind wir hier. Oh, dieser Curb, der leitet so enorm. 11. Platz wäre es aktuell und das wäre tatsächlich ein schöner Startplatz. Wenn ich denke, ich könnte es mir ja im Sprint noch einmal verbessern. Hier aus der letzten Kurve raus, ja, da ist das Heck unnormal gekommen. Aber es reicht mal für P11, Startausstellung für den Sprint. Fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und vom Platz daneben startet George Russell. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Perez, Leclerc, Norris, Fernando Alonso, Sainz, Oscar Piastri, Gasly, der Goldjunge, Ocon, Stroll, Joe, Albon, Tsunoda, Ricardo, Hülkenberg, Bottas und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Der Logan von P20. Hier sind wir also nun in der Startaufstellung. Wir starten also von P11 in den zweiten Sprint in dieser Season. Lights out und let's go hier. Der Start war okay. Piastri hat einen tollen Start. Auch tatsächlich, obwohl er mit den gelben Reifen gestartet ist, als einziger hier von dieser Spitzengruppe, kommt er tatsächlich gut weg. Hier in der ersten Gruppe wurde es zwar mal kurz eng, aber ich konnte wieder meine zwei Plätze gut machen. Im Starten ist der Haas tatsächlich sehr konstant. Ja, da zieht jetzt zwar, nein. Ja, Leute, ich wage es hier. Es ist danach ganz kurz gelb geworden. Es war zwar eng, aber ich würde mal sagen, Piastri hatte noch genug Platz zum Atmen. An Lando Norris müssen wir uns dann nochmal vorbeiarbeiten. Wir gucken uns noch einmal hier den Sprint, die Startwiederholung des Sprints an. Und ja, mein Teamkollege etwas weiter hinten ist gut gesagt. Der ist drittletzter. Und hier außen war tatsächlich eine gute Lücke frei. Keine Track Limits, einfach nur sauber rausgekommen. Aber dass der dieser Alpine das so gut mithalten kann, das ist dann tatsächlich eine große Überraschung, meiner Meinung nach. Also tatsächlich hier, zack, schlüpfen wir raus. Und auch der McLaren, der hat da nicht ganz die Tür offen gelassen, also zugemacht. Und da dachte ich mir so, ja, dann gehe ich halt hier mal rein, denn so eine Chance kriegst du nie wieder. Hier im Windschatten dran, dann auch an Lando Norris. Hat aber nicht gereicht, wir sind mittlerweile in der zweiten Runde. Es ist Purple im Sektor 1. Vielleicht kann ich hier irgendwann mal einen Angriff setzen. Ab der dritten Runde gibt es ja auch das DRS und mit dieser Hilfe wird es dann noch viel einfacher werden, irgendwas zu reißen. Ja, Lando Norris hier tatsächlich sehr, sehr stark unterwegs, also weit vorne, auch ja, die gelben Reifen gewählt. Das hat mich so ein bisschen unsicher gemacht, denn ich habe ja einen Haas und wenn er schon da mit dem McLaren, der ja ein ziemliches Top-Auto ist, auf die gelben Reifen geht, dann muss ich mir tatsächlich Sorgen machen in meinem Sprint hier. Aber ja, es ist eigentlich, ich möchte volles Risiko eingehen, denn umso weiter hier du im Rennen vorne startest, umso besser ist es und umso, ja, tatsächlich spannender könnte es heute werden. Ich will unbedingt in die Top 5 und da wäre der Startplatz 7 tatsächlich sehr toll und ich gebe ja noch nicht auf. Hier zweimal Purple hat nicht ganz für die schnellste Rennrunde gereicht, aber der Slipstream von Lando Norris ist einfach nur krass. Aus der ersten Kurve raus, hier im Windschatten, DRS und auch das ERS. Ich weiß, ich habe wenig ERS-Prozent, aber
Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich benutze das ERS nicht im herkömmlichen Sinne. Ich benutze mein ERS schlicht so aus den Kurven raus und tatsächlich, bis ich noch maximal 1% habe, dann drehe ich erst ab, denn ich brauche kein ERS auf Reserve. Das ist nicht mein Fahrstil und Leute, die das nicht verstehen, die können das auch nicht wissen. Aber tatsächlich, ja, es ist immer, ich habe immer wenig ERS, aber ich fahre auch persönlich viel aus den Kurven raus mit dem ERS. Ich komme auch noch aus einer Zeit, aus den Formel 1 Games, zum Beispiel in Formel 1 19, da durftest du das ERS von aus bis auf Hotlap managen und ich habe doch immer hunderte Male in der Runde umgeswitcht und ja, ich bin da eher anderes gewohnt, dass man da mehr einstellen kann und in Runde 3 hier sind wir tatsächlich an Lando Norris vorbeigegangen mit dem Switchback hier, also der hat uns hier, nein, kein Switchback, wir gehen hier innen mal vorbei. Und ja, das war eigentlich ziemlich easy. Gebremsen hier später, der bessere Reifen. Und ja, Norris musste dann das einfach zulassen. Runde 3 ebenfalls, der Exit. Der hat zwar das DRS gehabt, aber das war dann eher nicht mehr hilfreich für ihn. Vierte Runde, ich kann mich nicht absetzen. Norris hat seine Reifen natürlich jetzt in Betriebstemperatur. Mein Vordermann ist zu weit weg, dass er mir das DRS geben kann. Jetzt wird es noch einmal knapp hier in Lando Norris. Ich ziehe ganz weit raus, aber das juckt ihn einfach nicht. Aber ich habe ihn dazu gezwungen zu verbremsen. Und da kommt er am Körper drauf. Da kommt der Switchback, Leute. Es ist einfach zu genial. Er kommt da. Ja, ich habe ihn natürlich gezwungen, so ein bisschen, dass er in der Kurve fahren muss. Hat dadurch nicht perfekt den Scheitel getroffen. Und dadurch, ja, dass er dann nochmal auf den Körper rausgerutscht ist, das ist natürlich Pech und Glück für mich zugleich. Aber das ist natürlich, glaube ich, auch nicht das einzige Mal gewesen, dass er uns da angreifen wird. Wir haben noch 4 Runden zu gehen und Norris, der wird es noch einmal versuchen. Da bin ich mir nahezu sicher. Wir gehen in die 7. Runde rein, Lando Norris versucht. Ich hoffe natürlich, dass es vor der DRS-Linie macht. Nein, das macht er nicht. Da gehen wir mal, weit neben die Strecke. Also das war der Sausage Curb. Aber das hat uns natürlich auch glücklicherweise hier einen kleinen Vorsprung gebracht. Aus dieser Kurve raus habe ich eigentlich immer einen guten Exit, das bedeutet auch auf der Geraden, da wird mich nie jemand überholen. Wir sind mittlerweile in der 8. Runde, mein Motor macht mir ein bisschen Sorgen, 77%, ich kenne das ja auch schon von Kanada, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt unbedingt gerne oben rechts vorbei, da ist die gesamte Mick Schumacher Playlist drinnen. In knapp einem Monat wird ja auch Formel 1 24 endlich rauskommen und bis dahin möchte ich schon noch diese Mick-Karriere fertig haben und vielleicht noch eine zweite Season beginnen oder halt auch fertig fahren. Dazu muss ich mir aber mal ausrechnen, ob sich das theoretisch ausgeht. Aber eine 13-Runden-Season, das oder eine, keine Ahnung, boah, da war ich ganz, ganz aggressiv. Der wollte da innen durch, da habe ich richtig lang abgedeckt. Und es reicht hier. Wir werden also vom 6. Platz starten. So weit vorne war ich schon lange nicht mehr. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Startplatz. Gucken wir mal die Startaufstellung vom Hauptrennen. Startaufstellung heute. Russell, Leclerc, Hamilton, der Goldjunge, Norris, Stroll, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Joe, Gasly, Sainz, Ricciardo, Bottas, Ocon, Tsunoda, Albon, Hülkenberg und Logan Sargeant. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Hier sind wir nun im Starting Grid P6 und Lights out und let's go, Leute. Ich habe mich erneut für den roten Reifen entschieden und Bro Hamilton, das war ja mal ein richtig schlechter Start hier rein. Turn 1, da gibt es die Berührung zwischen Leclerc und George Russell. Ich halte mich hier mal außen. Und jetzt probieren wir es mit Windschatten von Russell, sich hier irgendwie an Leclerc vorbeizuarbeiten. Der schert aus. Ich glaube, der will da auch reinhalten und das macht er erneut. Der hält da rein und ich gehe hier außen vorbei an beiden. Quasi, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Da gehen wir easy an den beiden vorbei und ich bin einfach dritter Platz, Leute. Wir sind von 6 gestartet. Hier insane, der Mercedes hat den Start verkackt, die beiden kommen sich irgendwie in die Quere. Wir müssen uns das unbedingt noch einmal hier in der Replay angucken.
Die Red Bulls ziemlich easy, Verstappen vor Perez, ganz gut weggekommen. Der Mercedes in Hamiltons Sicht hier hat geschwächelt und die fahren da, oder ja, ihr habt es gesehen, Leclerc hatte einen kleinen Schwenker in dem, beim Exit, hatte einen kleinen Schwenker, ich gönne mir da Windschatten, aber dass es da oben tatsächlich zu so einem Tumult zwischen diesen beiden Fahrern kommt, aber ich habe schon irgendwie kommen sehen, dass da irgendwas passiert, wieder der Berührung und wieder beide eher einen Semi-Exit und das war dann natürlich easy. Und jetzt erneut, Leute, wir sind in der dritten Runde, Max Verstappen und Perez, die kommen sich hier ebenfalls in die Quere, Leute. Kann ich diese Chance nutzen, um hier die Führung zu übernehmen? Ich weiß einfach nicht, was mit der KI aktuell los ist. Ja, natürlich Perez mit dem weißen Reifen, hat es aber dennoch versucht, Verstappen zu überholen. Der geht hier rein, kann ich mich hier außen dran halten? Nein, da komme ich auch ein bisschen zu weit neben die Strecke. Das war mal nix, Leclerc ist komplett vom Fenster weg, der ist... denke ich mal, ja, sogar hinter Hamilton wieder zurückgefallen. Das ist natürlich nicht gut, aber ich habe damit nichts zu tun. Also tatsächlich, diesmal war ich da ganz, ganz schuldlos. Leclerc, Perez wäre jetzt natürlich cool, wenn wir den die nächsten paar Kurven überholen würden. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht vorgreifen. Den Berg rauf, dritte Runde. Wir gehen hier links vorbei. Es ist natürlich eher semi-gut. Ich bremse einen Ticken früher, schaffe ich hier den Switch. Ja, Leute, es ist erneut so ein Switch, aber... diesmal kein Switchback, sondern eher, ja, so quasi mein Reifen ist einfach der viel bessere. Es ist ein Auspacen. Ich habe auch schon gesehen, dass Perez hier eher einen schlechteren Exit hatte und wir gehen da ja, vorbei einfach mal. 2,7 Sekunden hinter Verstappen, aber auch lediglich eine Sekunde vor Perez und die Reifen werden natürlich nicht besser. Für Ende des Rennens ist dann auch nochmal Regen angesagt. Das ist mir quasi so im Vorbeigehen von dem vom Chef gesagt worden, das bedeutet halt, du kannst dich auf nichts einstellen, es kann theoretisch alles passieren und Ende des Rennens ist halt ein weit gefächerter Begriff für, Bro, es kann in 5 Minuten regnen oder halt in der letzten Kurve, in der letzten Runde, das ist tatsächlich alles ziemlich schwierig zu sagen und es ist aber auch Perez, der mit dem weißen Reifen mittlerweile schon wieder schneller ist als wir, guckt euch das mal an im Rückspiegel. Schießt da ein Perez wieder ran, das wird aber nicht ganz reichen. Boah, guck dich mal an, wie knapp Rad an Rad beinahe. Aber tatsächlich alles für auch Perez gut hier und vor allem auch natürlich sauber geblieben. Ja, Verstappen zieht einsam und alleine vorne weg. Es ist ein bisschen trüber geworden, man sieht es, die Wolken ja, kommen so ein bisschen. Aber natürlich auch meine Reifenwahl, die war jetzt nicht die klügste, wenn man bedenkt, ja, ich wusste halt nicht, ein Fünftel vom Rennen ist Regen und ich wusste halt auch nicht ganz genau, was ein Fünftel ist. Meiner Meinung nach ist ein Fünftel von 25, wären das 5 Runden, sprich also in der 20. Runde beginnt es zu regnen. Aber dann wären ja eh schon alle Stops durch und dann müssten wir sowieso alle nochmal einen extra Stop bringen. Doch das ist natürlich bei dem Wetter nicht so einfach zu sagen. Perez schlüpft hier also wieder durch. Das war aber auch irgendwie klar, das ist Kollateralschaden quasi. Leclerc auch wieder an beiden Mercedes vorbei und es beginnt bereits zu tröpfeln. Doch zu meiner Verteidigung, die nächste Entscheidung kam tatsächlich nicht von mir, sondern das war quasi ein Gruppenzwang hier, während McLaren, aber es ist das erste Mal, Alfa Romeo ausscheidet. Es tröpfelt so ein bisschen. Die Reifen sind natürlich unnormal durch. Und vor allem haben sich viele hinter mir Fahrenden und auch vor mir Fahrenden schon für einen Stop auf Gelb oder Weiß entschieden. Was für mich bedeutet, ich muss rein, sonst ist der Undercut perfekt. Ich hatte auch schon Rennen, wo du unter solchen ja, leicht Regenbedingungen easy mit dem Slick fahren konntest. Ich dachte mir bei dieser Entscheidung eigentlich wenig und denke mir so, wir gehen jetzt mal rein, holen uns die gelben Reifen ab und werden das gesamte Rennen hier easy auf 12 Runden mit dem gelben Reifen durchfahren. Denkste aber, denn es wird ganz anders kommen, als ihr das erwartet. Das muss ich euch leider versprechen. Verstappen ist mittlerweile vorbei. Ich bin auf Platz 9 zurückgeflogen. Glücklicherweise Sainz und Norris hinter mir. Valtteri Bottas, den holen wir uns hier mal im Vorbeigehen mit dem frischeren gelben Reifen. Und ja, das wird jetzt spannend werden. Die Bedingungen werden immer schlimmer. Die Conditions sind auf eigentlich schon quasi Wechselbedingungen. Wir könnten theoretisch schon den Hinter drauf stecken und der würde vermutlich genauso funktionieren wie der Slick hier. Aber jetzt muss ich halt das mit diesen Reifen durchziehen. Alle haben quasi diesen Reifen drauf. Und ich denke mir halt, hätte, wäre, wenn ich mir diesen Hinter drauf geworfen hätte, wäre ich natürlich um Welten besser dran gewesen.
denn es wird halt vom Wetter her mit jeder Runde schlimmer. Und jetzt heißt es natürlich halt, wer hart am längsten aus und vor allem auch, was machen wir dann? Daniel Ricciardo konnte ich ja auch noch einmal aufholen, 2,2 Sekunden zu Lando Norris hinter mir. Und jetzt wird es langsam höher. Das guckt euch mal die Tropfen hier auf dem Boden, auf dem Asphalt. Da gehen wir rein. Ja, Ricciardo sowieso zu weit gegangen. Ja, und ich rutsche halt hier, dürft nicht vergessen, ich habe Traktionskontrolle im Mittel. Und auch natürlich selbst bremsen, selbst starten. Ich merke das halt immer wieder, wenn das Wetter stärker wird, dann merkst du das halt enorm, dass es hier tatsächlich immer schwieriger wird, das Auto auf der Strecke zu halten. Und so ist es auch hier. Es ist quasi nicht mehr das beste Fahrverhalten. Ihr merkt es auch hier. Wir rutschen unnormal aus den Kurven raus und es bilden sich quasi schon Lacken. Und jetzt kommt halt der Worst Case. Ich war nochmal an der Box, habe mir den Intermediate geholt und genau eine Runde später kommt da die Red Flag zustande. Da hat es jemanden weggespinnt und ich bin einfach ganz, ganz hinten mit diesem verfluchten Intermediate jetzt. Jetzt hatte ich dann endlich mal den richtigen Reifen drauf und ich Idiot, Mann, es ist so Pech tatsächlich. Wir waren auf den richtigen Reifen und dann, zack, ist es jetzt wieder trocken. Das wird jetzt nochmal ein interessanter Sprint. Wir haben noch 6 Runden zu gehen. Ich starte vom 17. Platz noch einmal hier ins Rennen rein. Doch zu meiner Verwunderung sind viele nicht mal vom Inter runtergegangen, obwohl die Bedingungen trocken sind. Guckt euch das mal an, Nico Hülkenberg auf Intermediates. Die Spitzengruppe hier vor mir hat alle den Slick gewählt, aber, die vorderen Leute hatten alle den Inter noch drauf. Ich weiß nicht genau, warum man sich für den Inter entschieden hat. Warum bitte? Es ist null nass mehr und hier tatsächlich, guckt euch mal an, ich kann es gar nicht fassen, da gibt es eine leichte Berührung, aber der Flügelschaden war schon da zu meiner Verteidigung gegen Pierre Gasly. Ja, es war dennoch eine Berührung, aber warum hat hier der Großteil eine Inter drauf? Auch Stroll vor mir, alle mit den Intermediaten unterwegs und Leclerc natürlich wieder mal legit für Ferrari, geht mit dem weißen Reifen, okay, ist noch leicht rutschig und ja, Leclerc hier legit, geht mit dem weißen Reifen in die letzten 6 Runden rein. Also wer sich diese Strategie bei Ferrari ausgedacht hat, der hat tatsächlich einen richtigen Tauchschaden. Aber ihr habt es gesehen, es ist hier teilweise schon noch sehr feucht. Aber bei solchen Bedingungen überlege ich nicht mal zweimal, ob ich mir einen Inter drauf haue oder einen Slickreifen. Das ist auf jeden Fall Slickwetter und das sollten auch, ja, auch so Teams wie ein McLaren hier zum Beispiel sowieso wissen. Auch Aston, na gut, bei Aston weiß man nie so genau. Wir sind hier tatsächlich trotz des Fails der KI, trotz meiner Fails von der Strategie her und dank der Fails der KI sind wir hier auf einen soliden 4. Platz und das wäre schon wirklich ein großes Dankeschön an die KI tatsächlich, dass die da so eine dumme Entscheidung getroffen haben und die Hälfte der Fahrer mit den Inters rausgeschickt hat. Kein Plan, warum man das gemacht hat. Ich freue mich dennoch, denn es hätte nicht besser laufen können. Der Inter-Skandal, würde ich mal sagen. Also, weiß nicht warum, aber ich freue mich. Leute, jetzt wird es noch einmal knapp hier, denn Charles Leclerc wird gleich unnormal eingeherzt bekommen. Von einem Kundenteam erneut nach Spanien und Kanada werden wir wieder Leclerc hier jagen, der sich tatsächlich für eine ganz, ganz dumme Idee entschieden hat, auf die Harz rauszugehen und das, ja, dafür bekommt er jetzt gerade die Quittung. Den Berg rauf Richtung Turn 3 gehen wir außen am Ferrari vorbei, der Grip ist viel, viel höher. Natürlich habe ich jetzt eine große Fresse zum Schluss hin. Wird es wieder unnormal knapp werden und der würde uns pushen bis zum letzten Millimeter. Aber das juckt mich jetzt mal nicht. Ich kann jetzt nochmal meine paar Kurven hier raus cruisen. Vielleicht auch noch ein paar Runden hier voll wegziehen. Und auch noch Norrie und Verstappen überholen. Aber das natürlich jetzt mal, sagen wir mal, außen vor. Dennoch würde ich mal sagen, das ist jetzt mal sehr gut gelaufen. Vielen, vielen Dank, KI.
Und hier blicken wir dann nochmal auf den Restart vom Sprint. Und tatsächlich hier vorne viele mit Inters, sogar ein Mercedes ist mit Inters rausgegangen. Und wenn ich mir die Conditions angucke, wir haben nicht mal Spray. Also da war es vorher viel, viel schlimmer. Natürlich ist es was anderes, wie wenn es ja Standard regnet, also wie wenn es hier jetzt abtrocknen beginnt. Da starten viele erst mit Inters. Aber ich glaube, das haben da viele Teams falsch eingeschätzt tatsächlich. Das wollte ich auch nicht, aber die sind mir da alle sehr, sehr langsam gewesen. Und ja, ich verbremse mich da quasi. Die gelbe Flagge habe aber nach wie vor nicht ich ausgelöst. Also das müsst ihr mir glauben. Und ja, da hinten, ihr seht es auch, wie langsam das herum, die da herumfahren. Und hier dann mein Masterpiece. Das ist tatsächlich der Weg aufs Podium. Und das wäre tatsächlich hier, wenn das funktioniert, wäre das unfassbar schön und eine unfassbar geniale Story. Denn zuerst mit eigentlich einer guten Strategie, dann beginnt es so zu regnen, dann wechsle ich dennoch auf die Hardreifen. Von den Hardreifen ganz, ganz unsicher auf die Inters, direkt in der Runde, wo ich mit den Inters das erste Mal draußen bin, bekomme ich auf die Fresse, muss ja quasi zurück hier durch die rote Flagge, werde ich komplett zurückgeworfen an Mercedes. Und warum stichst du hier rein? 25. von 25 Runden, Leute. Es neigt sich dem Ende. Die vermutlich crazyste Rennsession über... Ja, Mann, Max Verstappen in der letzten Runde. Hier gehen wir nebeneinander in die Ringkurve rein. Alles bleibt fair, keine Berührung. Letzte Kurve, Leute. Reicht es um hier? Oh, der Motor raucht. Natürlich raucht der Motor hier. Aber dennoch, heute macht ihn wirklich nichts mehr. Und so weit nach vorne ins Feld fahren. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Nach dem heutigen Rennen verunsichert mich wirklich nichts mehr. Wir nehmen hier tatsächlich 18 wertvolle Punkte mit. Ich muss sagen, das war eines der stärksten Wochenenden, die ich jemals gezeigt habe. Also Silverstone wird vermutlich nicht so toll werden. Konstrukteurs-WM, schöne 40 Punkte vor Haas, aber auch ein gutes Stückchen hinter der Konkurrenz, die da vor mir sind. Für heute bin ich echt zufrieden, dass sich das Ganze so gelohnt hat. Es war ein sehr spannendes, aber auch hartes Rennen mit vielen komischen Wendungen, die man irgendwie nicht erahnen hätte können, falls ihr wisst, was ich meine. Also, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos den Channel. Es geht nach Silverstone. Wir werden aber auch nicht einen neuen Motor benutzen, sondern den alten gebrauchten. Also, das wird auch nochmal eine heikle Sache für Silverstone. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gern, abonniert gern kostenlos den Channel hier, falls euch gefallen hat. Natürlich ist das auch fehlgeschlagen. Lasst doch ein Däumchen oben da und schaut euch unbedingt gern auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.